Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Planet Crafter, ihr Lieben. Ich musste gerade überlegen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, aber ich habe schon einen Plan, was wir machen werden. Wir werden jetzt, falscher Knopf, einen wunderschönen, habe ich denn hier, Erzextraktor bauen, den in diesen schwarzen Gebiet reinbauen, wo wir die ganze Zeit die Pulsare finden. Und hoffen, dass dieser Generator dort dementsprechend uns Pulsare ans Tageslicht packt. Oh Gott, kann ich das überhaupt bauen? Ja, ich dürfte es bauen können. Und vielleicht sollten wir einen Erzextraktor, was für ein Name, vielleicht auch... Vielleicht auch in diesem Sandgebiet bauen, da wo der Wasserfall runterkommt. Vielleicht bekommen wir da ein bisschen Legierung. Ja, das sollten wir einmal gucken. Und Osmium. Ich habe hier überall irgendwelche Teile hingebaut. Und sammelt die einfach nicht ein. Vielleicht sollten wir auch noch mal eine Runde rumfliegen und schauen, wo wir etwas finden. Aber erstmal gehen wir zum Wasserfall. Und fliegen in das Gebiet hinein. Zur Pilzhöhle sollten wir eigentlich auch nochmal rein. Da haben wir jetzt nicht alles gelootet. Aber erstmal bauen wir das wunderschöne Teil, was uns ein bisschen vielleicht hoffentlich Pulsare bringt. Deswegen einmal kurz hier rein. Das können wir auch einfach mal hier hinstellen. Naja, wir gucken mal. Wir gucken. Aber wir gucken erst einmal, wo ist denn das gute Stück? Bin ich gerade blind? Ich bin gerade ein bisschen blind, glaube ich. Upp. Müsste es nicht hier irgendwo sein? So, das nehmen wir mal kurz mit. Und packen das erstmal beim Transporter hin. Teleporter, nicht Transporter. Genau. Transporter. Und verstauen das hier erstmal. Ich würde gerne erstmal einen Schrank bauen. Danke. Die schönen Dinger hier rein. Und jetzt möchte ich gerne... War hier nicht ein Eingang zur Pilzhöhle? Bin ich jetzt ganz bedeppelt? Ich bin leicht verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ja, ich komme dem Gebiet näher. Ich werde es finden. Gib mir einen kleinen Augenblick. Gott sei Dank habe ich keinen Sauerstoffmangel. Nein, ich glaube, das bringt mir absolut gar nichts hier. Da ist es doch. Hä? Bin ich denn gerade geflogen, dass ich das übersehe?
auf jeden Fall merkwürdig geflogen. So, hier wird es garantiert noch irgendwo vielleicht noch eine goldene Kiste geben. Leute. Ja, da weiß ich doch, was ich jetzt machen werde. Scheiß auf Kisten. Ich werde nach Hause fliegen und den Wächterdings holen. Kann ich zufällig, vielleicht, möge es möglich sein, nein, möge es nicht. Wie bin ich denn jetzt die ganze Zeit geflogen, dass ich das übersehen habe? Ich habe keine Ahnung. Also ich muss sagen, lang lebe die Teleporter. So, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Nehmen wir alle. Ach, können wir alles mitnehmen? Das Teehaus bitte einmal. Danke. Pflanzen würde ich auch erstmal hier reinstecken. Die Bio-Dinger auch. Das auch wird irgendwann alles sortiert. Irgendwann. Irgendwie ist meine Hütte ein bisschen zu klein, habe ich das Gefühl. Perfekt. Würde ich mal meinen. So, Osmium hier. Ich sollte vielleicht noch das ein oder andere Getränk mitnehmen. Nein. Ach, Eis nehmen wir jetzt einfach mal mit. Nicht Getränk, Essen. Gut. Na, wollen wir da mal sehen. Wenn ich den Eingang jetzt wiederfinde. Aber irgendwo hier war noch der andere Eingang. So, hier durch. Und dann eigentlich hier. Da bin ich ja mal gespannt. Wir hatten ja noch eine Tür. Oh ja. Hallo? Was ist das? Ganz lange, große Gänge. Nach all den Jahren, all dem Leid, haben wir uns entschieden, unsere Heimat zu verlassen. Gehen Sie so weit weg wie möglich, um ein neues Zuhause zu bauen. Weit weg vom Terror, weit weg vom Streit, weit weg von Ihnen. Verborgen zu bleiben und unsere Leben zu leben, wie wir es seit Jahrhunderten getan haben.
Wir suchten sorgfältig einen Ort aus, an dem wir sicher sein konnten, versammelten die Letzten unserer Art und unserem größten Schiff. Was? Und brachen in eine schicksalhafte Nacht auf. Sie flüchten mehr vor ihrer nie endenden Unersättlichkeit als vor sich selbst. Lesen macht Spaß. Gut, da geht's lang. Pardon? Zuerst waren wir von der Ähnlichkeit verblüfft. Wir waren fast genau gleich. Unsere Wissenschaftler sagten uns, dass dies daran lag, dass unsere Himmelskörper in jeder Hinsicht identisch waren, sodass unsere Evolution, obwohl sie identisch war, in jeder Hinsicht ähnlich war. Was? Das war, als würde man einen Cousin treffen, von dem man nie wusste, dass man ihn hat. Bruder nannten sie uns sogar, als sie anfingen, auf Treha zu landen. Ein paar Raumschiffe, die zu Dutzenden wohnen, und langsam wuchsen unsere Sorgen. Unsere Hauptunterschiede waren tief im Inneren verborgen. Biologisch waren wir identisch, aber unser Geist war unterschiedlich geformt. Aus Schicksal oder von Natur aus. Tatsache ist, als wir es merkten, war es bereits zu spät. Ja, da bekomme ich glatt mal Lust. Ach nein, sag bloß. Das ist ein Riesenraumschiff. Fliegen kann ich nicht, schade. Stimmt, das letzte Mal, als wir den ersten Schlüssel genommen haben, hatten wir ja da auch Zahlen drauf zu stehen. Und ich habe das einfach nicht mir fällt das Wort gerade nicht ein, als Koordinate gesehen. So, davon machen wir uns ein schönes Foto. So, ich hoffe, das baut sich jetzt hier nicht alles zu. Okay. Kann ich das wieder mitnehmen? Ja, könnte ich. Ich lasse es mal auf. Ich weiß ja noch, wo noch eins stand. Ein Tor zumindest. Das ist ja bei uns in der Nähe. Hier hatte ich noch eine Kiste. Also war dieser Planet schon mal bewohnt. Soweit sehe ich hier nichts. Dann fliege ich gleich mit euch mal zum anderen Tor hin. Also hier wird garantiert noch irgendwo eine Kiste sein, die ich gerade so nicht gesehen habe.
Auf jeden Fall, glaube ich, eine Kiste hatte ich hier noch gesehen. Den wollte ich schon sagen. Ja, wir gucken mal. Ich würde gerne. Da. Ich würde gerne einmal zu diesem ein Tor. Oh. Ah. Oh mein Gott, ist das dunkel. Hier kommt die Höhle also raus. Guten Tag, was geht? Einmal bitte zum Teehaus. Eine Koordinate von 9 hatten wir. Also 940 dürfte es irgendwie in der Art gewesen sein, wenn ich mich ganz richtig entsinne. Und ich glaube, ich werde mein Lager weiter ausbauen. So, es steigt auf jeden Fall. Wir sind auf dem richtigen Weg. Guck mal, die Bäume sind übrigens wieder da, ne? Sieht irgendwie wieder ein bisschen mehr aus. Und hinten hatten wir irgendwas mit 744, 40 in dem Dreh. Da ist es. Oh la la, mitgenommen. Guck mich nur mal kurz um. Das letzte Mal, als wir hier waren und das Tor gesehen haben, konnten wir. Weiß ich nicht. Da ist es. Oh, Leute. Oh. Yes. Sesam, öffne dich. Das scheint mir richtig groß zu sein, das gute Ding. Ich glaube, darauf erstmal. Okay, bitte. Geh nicht zu. Bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben ja noch die Stadt, die wir begutachten können, irgendwann, wenn sie da ist. Gott sei Dank bin ich in die Pilzhöhle rein, ne? Ich wusste davon nichts. Ich würde eigentlich nur ein paar Ressourcen sammeln gehen. Hallo? Nein, nichts. Nächstes Teil?
Ich lasse es erstmal. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich das wegnehme, dass es dann in sich zusammenkracht hier alles. Oder ich nehme es einfach. Ich glaube, ich nehme es. Verbaut so klein. Ja, es ist jetzt groß, aber ich meine jetzt den Gang gerade. Na, wo sind wir denn hier gelandet? Nice. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, warum baut man eigentlich in unter einer Höhle? Warum ist der aktiv? Ich schaue mich einmal um. Scheint aber momentan noch nicht besonders viel hier zu existieren. Ich kann nicht fliegen, ne? Schade, ich glaube, momentan kann man hier nichts machen, oder das ist dann so. Oh mein Gott. Nimm doch einfach die Treppe. Kommen gerade Raketen. Raketen. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Scheint aber keine Legierung zu sein. Oder vielleicht doch. Ja, könnten Legierungen sein. Da habe ich das noch registriert. Ups. Ja, könnten Legierungen wirklich sein. Toll, und ich bin hier unten. Vielleicht sollte ich das Teil da unten mitnehmen. Vielleicht sollte ich nicht... Oh, Scheiße. Nein, vielleicht sollte ich nicht diesen Weg gehen. Ich will gerade ein bisschen abkürzen. Nehmen wir einfach jetzt mal mit. Zwei Stück habe ich. Aber mit keiner Koordinate drauf. Oh mein Gott. Ich bin über das Loch gerade einfach gelaufen. Läuft. Orbitaldrainage, Abwehrgeräte, Beobachtungsprotokoll. Das Gerät funktioniert wie vorgesehen und unser Test ist schlüssig. Wenn sich jemals jemand, der sich Menschen nennt, diesen Planeten nähert, wird dies die Energie ihrer Schiffe entziehen und sie an der Kommunikation hindern. Unsere Annahme ist, dass das Gerät ihre Bemühungen, sich diesen Teil der Unendlichkeit zu nähern, effektiv reduzieren wird. Was dazu führt, dass sie sich anderswo ausbreiten, wenn sie dies weiterhin tun. Unsere Berechnungen sind schlüssig, das wird uns mindestens ein paar hundert Jahre Ruhe geben. Sie wollten uns so ein bisschen loswerden, habe ich das Gefühl. Da drüben kommen wir noch hin.
Sag bloß. Wir entfernen das jetzt hier alles und können dann kommen und... Ach, scheiße. Wo soll denn das sein? Ich muss wieder mein Handy holen. Wartet mal kurz. Einmal Foto. Bitte schön lächeln. Danke. ...2005 könnte die andere Stadt sein. Ich wollte eigentlich nur trinken, danke. ...2005, ja, ich bin so ein Genie, sorry, ich meinte 2005. Hä? 2015? Ach Gott. Leute, ich bin heute echt nicht bereit. Gedanklich. Ich sehe was Großes, Weißes, geh nicht ins Licht, Karen. Was ist das? Scheint fest zu sein. Hä? Schlüpft da jetzt irgendwie ein Riesendrache raus oder was soll das sein? Sieht aus wie eine Sonne, so ein bisschen. Ja, nicht ein. Nein. Oder es ist der Planet, wo wir drauf gerade sind. Okay, ich glaube, das Abenteuer war es jetzt hier. Hatten wir irgendwo noch etwas, wo wir eine Tür hatten? Weil ich glaube, die Koordinate ist wirklich hinten die andere Stadt, wo wir waren. Würde ich jetzt mal so vermuten. Ich glaube, hier waren... Wir sind hier fertig, ne? Okay. Das ist die Tiefe. Nee, das ist nicht die Tiefe. Ich hasse Koordinaten suchen. Das macht keinen Spaß. Gut, das haben wir jetzt dementsprechend. Hier ist nichts. Die andere Koordinate haben wir ja auch noch nicht gefunden. Wo ich sie mir auch immer aufgeschrieben habe. Guck mal kurz. Nee, da geht's. Nee, hier geht's hoch, ja.
Das ist definitiv Zufall, meine Lieben, aber ich würde sagen, ich werde hier erstmal einen Folgenpause machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.